Liebe Landwirtinnen und Landwirte, ich darf Sie recht herzlich zu unserer Online-Feldvorführung begrüßen. Mein Name ist Marion Gerstl, ich arbeite auf der Landwirtschaftskammer in Oberösterreich, Abteilung Pflanzenbau, Bodenwasserschutzberatung. Mein Schwerpunkt ist der Bio-Ackerbau. Im Rahmen des EEP-Projektes Mulchsaaten und Hacktechniken werden wir Ihnen heute zwei Geräte zur Beikrautpflege bei Mais präsentieren. Der Mais befindet sich zurzeit im Dreiblattstadium und folgende Geräte werden zum Einsatz kommen: eine Reihenfräse und das neue Gerät, der Variojob von der Firma Samo. So, hallo, mein Name ist Roman Romsdorfer. Ich komme aus Nähe Gensandorf, Niederösterreich und habe gemeinsam mit der Firma Samo das Variojob Hackgerät entwickelt. Wir verfolgen da eigentlich ganz neue Ansätze beim Hackgerät. Das Spezielle daran ist, dass wir die Bandbreite, das Hackband, unterm Fahren während der Fahrt verstellen können. Sprich, wie die Hackprofis wahrscheinlich unter euch wissen, dass je nach Kultur, der Kulturgröße, Zustand des Ackers, das Hackband variiert werden muss. Man will natürlich so eng wie möglich fahren und so groß, wie es benötigt wird. Wir können jetzt realisieren, die Hackbandbreite, die Variation über hydraulische Zylinder am Hackelement, gebunden mit einem Lenkwinkelsensor, der uns eben den genauen Abstand abnimmt. Dadurch haben wir eben die Möglichkeit, am ganzen Hackgerät ganz genau die Hackbandbreite einzustellen. Sprich, wenn wir sagen, wir möchten 5 cm Hackband, dann können wir das auf der ganzen Maschine durchgehend realisieren während der Fahrt. Ja, grüß euch. Wir sind da am Betrieb Martin Schickmeier, Biobetrieb in Bettenbach. Wir haben den betrieblichen üblichen Bearbeitung in unserem Mais, ist das Hacken mit der Fräse. Also wir machen das eigentlich mit der Reihenfräse, sahen dann mit da in die Reihe Zwischenfrucht ein, also ein Klee meistens, ein bisschen ein Leindotter, je nachdem, vielleicht ein wenig Buchweizen. Und schauen, dass wir so eigentlich die Zwischenreihen bearbeiten mit der Fräsen und alles gerade richtig zu häckseln und in der Reihe dann nur ein bisschen was dazu sein, sobald der Mais jung ist, damit wir da wirklich in der Reihe einen Untersaat haben, wenn wir beim Dreschen dann später die Ernte machen, damit da irgendwas liegt und irgendwas steht, damit der Drescher da einen richtigen schönen Untergrund hat. Die Reihenfräse ist 6-reihig. Wir haben es momentan nur in Front anbauen, wir werden es auf Hinterheck anbauen, dann umbauen. Wir können ungefähr um die 5 bis 7 km/h fahren, je nachdem wie tief das wir fräsen und wie locker das die Matten ist. Und wir können halt da den riesen Vorteil ist, wir können jedes Unkraut, ganz egal wie groß oder wie klein das Unkraut da ist, können wir da einarbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für weitere Informationen steht Ihnen das Team des EEP-Projektes Mulchsaaten und Hacktechniken gerne zur Verfügung.